السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليبة Geschwister im Islam und hallo liebe Mitmenschen. Anlässlich des Videotitels möchte ich kurz was ansprechen. Es gibt da eine Schwester, die uns geschrieben hat und sie hat Selbstmordgedanken. Deswegen macht bitte ein Bittgebet für sie und möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt von diesen Selbstmordgedanken befreien, der diese Selbstmordgedanken hat. Amin. Anschlag in Berlin. Ja, es war ja dieser Anschlag in Berlin. Und ich habe in einem Statement-Video zum Anschlag in Berlin auch erwähnt, dass ich selbst in der Nähe eines Weihnachtsmarktes war, nur war das halt woanders. Und ehrlich gesagt, wir wollten auch selbst zu diesem einen Weihnachtsmarkt gehen und dort in der Nähe shoppen gehen. Und dann kam ich nach Hause an, meine Schwester erzählt mir, hör mal, 1, 2, 3, ist los in Berlin. Und dann habe ich keine Lust, meine Kamera aufzumachen. Ich habe keine Lust, Spezialeffekte reinzumachen oder irgendwie sowas. Ich nehme einfach nur mein Handy, mache die Vorderkamera an und man sieht auch, dass ich kaputt bin und spreche einige weise Worte, dank Allah subhanahu wa ta'ala, um den Menschen zu sagen, das ist nicht vom Islam. Das ist nicht vom Islam. Und ich als Muslim distanziere mich von solchen Anschlägen. Und da muss sich jeder Mensch distanzieren davon. Sei es Muslim oder sei es kein Muslim. Ganz einfach. Und ich habe mir schon gedacht, dass das 5.000 bis 10.000 Leute es erreichen wird. Denn ich wollte ja, dass die Botschaft ankommt. Siehe da, am nächsten Tag hatte man 150.000 Aufrufe. Dann war man auch einen Tag lang in den deutschen Trends auf Platz 1. Und mittlerweile hat das Video knapp 500.000 Klicks. Und ich bin sehr glücklich darüber, denn ich weiß, dass viele Menschen die Botschaft bekommen haben, dass ein Muslim sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und es ist echt schade, wie uns einige Geschwister im Islam uns bekämpfen. Und ich meine, es ist doch egal, ob ich das Video gemacht habe oder ob du das Video gemacht hast. Hier geht es doch darum, die Botschaft zu verbreiten. Alhamdulillah. Diesmal durfte ich es sein, der die Botschaft weit verbreiten durfte. Ich habe viel Hass bekommen, aber das ist mir sowas von egal, denn hier geht es um die Botschaft, denn hier geht es um die Wahrheit und die Wahrheit muss raus. Punkt, aus, Ende. Macht euch keine Sorgen um meine Absicht. Wirklich, wer sich Sorgen um meine Absicht macht, der kann mir gerne schreiben. Und wer mich anschreiben möchte, ey Bruder, du hast einen Fehler gemacht oder Bruder, ich habe Angst, deine Absicht ist vielleicht nicht gut. Dies, das, kann es gerne machen, aber nicht unter irgendeinem Beitrag im Kommentarfeld, sei es in Facebook oder sonst wo und dann beleidigend und dann weiß, was ich... Wie willst du mir bitte so helfen, wenn du so ankommst? Ja, ich mach das auch nicht, ich schreibe dir privat. Ich versuche es erstmal indirekt und wenn es gar nicht geht indirekt, dann versuche ich das auf beste Art und Weise direkt es dir mit schönen Worten zu erklären und kommentiere nicht unter irgendeinem Beitrag und beleidige dich und meine so Gutes zu tun, dass... Machst du eben nicht. Heute hat mich ein Bruder angeschrieben in Instagram. Er sagt, Bruder, ich sehe in letzter Zeit deine Beiträge. Was ist los? Ich habe Angst um deine Absicht. Dann habe ich ihm halt die Situation geschildert, warum ich diese und diese Handlung mache. Warum es auf vielen Bildern jetzt auch mein Gesicht zu sehen ist. Und dann hat er das verstanden. Und dann kommen Geschwister und sagen, ja, du bist doch Fame, weiß was ich. Du bist Like, weiß was ich. Und dann denke ich mir, okay, ich zeige dir mal kurz einen Ausschnitt. Bitteschön. Auf den Bildern sieht man knapp 90.000 Likes. Es sind glaube ich 16.000 Kommentare, 12.000 geteilte. Und ich habe öfter solche Beiträge damals vor der Dawa, bevor ich Dawa gemacht habe, gehabt. Und hätte ich weitergemacht, wäre ich vielleicht jetzt ein YouTube-Millionär. Mindestens YouTube-Millionär. Aber ich wollte es nicht. Denn mir geht es nicht um die Likes. Mir geht es darum, dass ich was Gutes tue. Und an jeden, der sowas über uns erzählt, dass wir Fame wollen, hier hast du bitte den Beweis. So gib doch bitte Ruhe und an jeden, dem das erzählt wird, mach dir keine Sorgen und lass dich nicht in die Irre führen. Und klar, absolut, 100%, wirklich, 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 ich will wirklich jeden erreichen. Und ich will, dass meine Seite 100, 2, 3, 400.000 Likes hat und ich 10, 20, 30, 40, 50.000 Abonnenten habe und ich auf Instagram von mir aus auch 1 Million Follower habe. Natürlich will ich das. Warum 10 Leute mit der Botschaft erreichen, wenn ich doch 10.000 erreichen kann? Ist das nicht besser, wenn ich mehr erreiche? Natürlich will ich das, ist absolut klar. Aber es fehlt vielen leider, gut über ihren Bruder nachzudenken. Stell dir mal vor, ich bin auf der Straße und du siehst mich mit einer Frau und ich rede mit dieser Frau. Jetzt würden viele denken, boah, was ist das? Aha, okay, macht Dauer, aber alles klar, okay, sieht man ja voll. Okay, vielleicht ist das meine Schwester. Meine Halbschwester, vielleicht eine Frau, die nach dem Weg fragt und vielleicht wird ja gerade eine Frau und sowas passiert, bedroht von irgendeinem Mann und dachte sich, vielleicht kann sie mich um Hilfe fragen und dann wollte ich ihr helfen. Warum nicht gut denken? Bei Allah,
wenn ich einen Gelehrten sehen würde, der aus einer dreckigen Shisha-Bar herausläuft, ich würde nicht schlecht über ihn denken. Ich würde nicht sagen, aha, was hat er da gemacht? Ah, wollte er Shisha rauchen? Ja, und so. Nein, würde ich nicht denken. Ich würde denken, vielleicht ist sein eigener Bruder dort in der Shisha-Bar. Und er wollte ihn da rausholen, hat ihn gesagt, Bruder, lass uns hier rausgehen, sei nicht hier. Vielleicht hat er nach dem Weg gefragt und kein anderer in dieser Straße konnte ihm nach dem Weg helfen. So sah er sich gezwungen, die Leute in der Shisha-Bar zu fragen. Warum direkt schlecht denken? Warum direkt schlecht denken? Der Bruder postet, wie viele Herzen für Mekka? Was steckt wohl dahinter? Was ist das für eine Dawa? Ja, was ist das für eine Dawa? Kein Problem. Alhamdulillah, die Früchte der Dawa in dieser Dunya, ich habe sie schon geerntet. Und ich durfte schon vieles, vieles, vieles sehen an Erfolg in dieser Dunya. Doch natürlich ist der wahre Erfolg in der Akhira. So möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Ikhlas geben. Amin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden verzeihen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam.